Liebe Schwestern, liebe Brüder, die beiden Texte heute sprechen auf den ersten Blick vom Wort. Einem Wort, das Jesus den Jüngern zu beten gibt. Dem Wort Gottes, wie der Prophet Jesaja sagt, das immer das bewirkt, was Gott mit ihm vorhat. Aber geht es wirklich um Worte? Gerade die Prophetie bei Jesaja weist deutlich darauf hin, dass es um das eine Wort Gottes geht, das die ganze Welt verändert. Dass die ganze Welt auch uns umkrempeln will auf Gott hin. Denn Christus selber ist das Wort, durch das er, wie wir das im Hochgebet oft sprechen, im zweiten, durch dieses Wort hast du am Anfang alles erschaffen. Wir hören den Prolog des Johannesevangeliums. Und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Dieses Wort beginnt seinen Lauf von Gott. Und es wird keine Ruhe haben und Ruhe finden, bevor nicht alles wieder auf Gott hin verändert ist. Das ist die große Revolution Gottes, die seither im Gang ist. Und so gibt uns Christus auch nicht einfach Worte zum Beten. Das Plappern hängt ja nicht damit zusammen, dass wir schon dann gute Christen sind, wenn wir ganz sparsam mit Worten umgehen. Das ist eine große Tugend. Auch in der Fastenzeit sollten wir sie befolgen, das Schweigen. Aber still zu sein, ist nicht einfach die rechte Weise des Betens. Es ist wieder die Tradition der Mönche, die uns noch einmal den Blick weitet. Aber Isaias sagte noch, nicht deine Zunge sei es, die spreche, sondern deine Werke. Und deine Worte seien bescheidener als deine Werke. Denke nicht ohne Verstand, lehre nicht ohne Demut, damit die Erde deine Saat aufnehmen könne. Damit das Wort Gottes weiterhin fruchtbar ist. Und der gestern schon zitierte große Heilige der russischen Kirche, Serafim von Sarow, sagt, lies die Werke der Heiligen mit deinen Taten. Lies die Werke der Heiligen mit deinen Taten, nicht mit den Augen. Oder höre sie nicht nur mit den Ohren, sondern lies sie mit deinen Taten. Ich glaube, das ist die rechte Weise des Betens. Und das ist das, was Christus den Jüngern und uns heute sagen will. Nicht die rechten oder viele oder wenige Worte. Dass es kein Geplapper wird, müssen wir es deckungsgleich machen mit unserem Leben. Es ist gut, wenn wir das Vaterunser bedächtig beten, diese 7 Bitten, sehr bewusst sprechen. Aber sie müssen sich in unserem Leben zeigen. Es ist ein Wort, es ist Christus selber, der uns in diesem Wort verändern will, der uns zu sich hinzieht und unser Leben revolutioniert und damit neu macht. Dieses Wort ist nie untätig. Es liegt an uns, ob wir uns so für dieses Wort bereit machen, für Christus bereit machen, dass er mit unserem Leben, in unserem Leib, in unserem Denken einen fruchtbaren Acker findet, damit das Wort seine Frucht hervorbringt.